Der dritte Titel ist wiederum ein weiterer NSM-Film, wo ich es ehrlich gesagt wirklich schwer hatte, mich für ein Cover zu entscheiden, weil mir bei dem Film irgendwie gar keines gefallen hat. Also diese MGM-DVD-Cover aus dieser Zeit, wo die meisten Filme, die NSM da jetzt re-released sind, gefallen mir gar nicht, die gehen gar nicht. Irgendwelche gezeichneten Motive gibt's leider nicht immer und bei Im Vorhof der Hölle blieb mir dann wirklich nur dieses Cover übrig, das ich ansatzweise ansprechend finde. Es ist für meine Verhältnisse wirklich extrem schlicht, aber ich fand irgendwie gerade diese Silhouette in dem Gegenlicht mit dem Lichteinwurf und den einfachen Schriftzügen irgendwie ansprechend und irgendwie gelungen, beziehungsweise vor allem das beste Cover, das es zu dem Film gibt von NSM und damit auch das, das ich mir holen musste, weil Im Vorhof der Hölle schon einer von den Filmen ist, da zum Beispiel das alte DVD-Cover, das ich furchtbar finde, einer der Filme ist, der mich wirklich interessiert, wo ich vor einiger Zeit noch wirklich nie gedacht hätte, dass so ein Film einmal im Mediabook erscheint, ist ja mehr oder weniger von dem, was in den Anfangszeiten der Mediabooks in diesem Format oder in dieser Verpackung gebracht wurde, komplett anders. Aber das hat NSM sowieso schon vor einiger Zeit aufgehört. Ein Gangster-Thriller mehr oder weniger, den ich zwar noch nicht gesehen habe, auf den ich aber wirklich, wirklich gespannt bin. Ich meine, gut, ich sage das ja mittlerweile in den Sammlungsupdates schon gar nicht mehr dazu, welche Filme ich nicht gesehen habe, weil das könnte ich dann de facto eigentlich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen bei jedem Film sagen. Also heute ist es wirklich so, ich habe noch keinen der gezeigten Filme gesehen, keinen der gezeigten Comics gelesen. Von daher halten sich auch meine entsprechenden Insights ein bisschen in Grenzen.